Wo Motorsport zu Hause ist. Gleich zweimal in der Saison ist die DTM zu Gast in Hockenheim. Das Streckenlayout anspruchsvoll und abwechslungsreich, perfekte Abstimmung gefordert, imposante Kulisse garantiert. Der Start. Vor den Fahrern liegt ein 4,574 Kilometer langer Kurs. Am Ende von Startziel biegt das Feld in eine schnelle Rechtskurve, eine aerodynamisch anspruchsvolle Passage. Weiter beschleunigen auf der rund 500 Meter langen Geraden, Tempo 230. Jetzt hart anbremsen, im zweiten Gang durch den Rechtsknick und dann durch eine Rechts-Links-Kombination. Ausfahrt treffen, keine Zeit liegen lassen, immer auf der Ideallinie hinein in die superschnelle Parabolika. In der langgezogenen Linkskurve werden Geschwindigkeiten von über 260 Stundenkilometern erreicht. Highspeed auf dem Hockenheimring. Jetzt die Haarnadelkurve, Vorsicht beim Anbremsen, die Chance zum Überholen. Packende Manöver sind hier garantiert. Schnell wieder Geschwindigkeit aufnehmen, bis in den fünften Gang beschleunigen, über eine Rechtskurve auf den Weg zur Mercedes Arena. Das Auto eng am Rand halten, runter in den zweiten Gang, die Fans im Blick. Jetzt eine Links-Rechts-Kurve mit Vollgas über die Curves, typisch in Hockenheim. Die Konstruktion der Hanko-Greifen hält den Belastungen stand. Dann der Eingang ins Motodrom, nach rechts, weit rausgehen, jeden Zentimeter mitnehmen. Im Infield sind Grip und eine gute Balance gefragt. Durch die Sachskurve und die flache Schikane, dicht dran an den Fans, Gänsehaut-Feeling. Zum Schluss zwei schwierige Rechtskurven auf dem Weg zur Ziellinie. Der Hockenheimring bietet Jahr für Jahr alles, was sich Motorsportfans wünschen. Die Strecke ein Mix aus langsamen und schnellen, aus kurzen und langen Kurven und schnellen Geraden. Die DTM in Hockenheim, traditionell ein Höhepunkt.